Wirklich beeindruckend, Kommandant. Sie sind gut und sehr erfinderisch. Ja, aber Leningrad war leider nur ein Ablenkungsmanöver, um unsere Truppen vom eigentlichen Angriffsziel abzuziehen. Vielleicht sind Ihre Bemühungen beim nächsten Mal ja weniger sinnlos. General, eine wichtige Nachricht. Es kommen kaiserliche Truppen auf Moskau zu. Gerade nähern sie sich unserer alten Satellitenbasis bei Krasna 45. Krasna 45? Wir müssen versuchen, die Anlage gegen sie zu verwenden. Sehen Sie, Kommandant, während Sie sich versteckt haben hinter den Barrikaden von Leningrad, ist der Feind tief in unser Mutterland vorgestoßen, sozusagen ungehindert. Es wird Zeit, Rückgrat zu beweisen. Stellen Sie sich unserem Feind. Stoppen Sie ihn, bevor unsere Stadt eingenommen wird. Okay, also wir müssen mal wieder etwas hier beschützen, nämlich diesmal Krasna 45. Ja, Solo natürlich. Sollten die Truppen des Reichs Moskau erreichen, ist alles verloren. Wir werden die Anlage in Krasna 45 einsetzen, um sie abzufangen. Obwohl sich dort Landstreicher breit gemacht haben, ist die Startrampe in Krasna 45 noch funktionsfähig. General Krukow meint, dass wir sie gegen den Feind einsetzen können, sobald der Satellit im Orbit ist. Viel Glück. Jawohl, das schaffen wir. Also, bringen Sie in der Tasche zur K-45 Startrampe. Warten Sie auf weitere Befehle. Spielen! Also, wir landen hier diesmal nicht mit Natascha, sondern mit diesen lustigen Spinnen. Wir hatten einen Spähtrupp vor einiger Zeit entsandt, aber er ist wohl verschollen. Begeben Sie sich zur Abschussrampe. Ja. Aber bitte seien Sie auf der Hut. Genau. Wir warten. Diese Versorgungskiste, die lassen wir erstmal, weil noch Guten sind Tag, wir nicht Kommandant. Tot. Oleg hat mir von Ihnen erzählt. Ich bin Moskvi. Da könnte ich mich wieder heilen. Ich führe Natascha in diese Operation ein, um ihre Flanke zu schießen. Ja, das sind Laserschwert-Ninjas. Die in Wirklichkeit nicht viel können. Zum Glück haben wir auch Natascha mit. Die kann die natürlich auch töten. So mit einem Schuss. Ich muss sagen, diesen japanischen Abschaum zu erledigen macht großen Spaß. Oder ist das ein Grafikfehler? Ich glaube, das ist sogar ein Grafikfehler. Naja, egal. Rüberspringen, hey! Habt ihr was gehört? Auf Patrouille! Ja, man sieht hier schöne Gegend, ne? Erhaltet die Gürtel an, Jungs! Feindliche Einheit! So, und hier sind wieder einige Einheiten. Ah, und das sind Tesla-Troopers. Das sind Einheiten von uns. Die können wir dann verwenden. Hoffentlich, wenn wir die hier retten. Ne? Ja, und sieht gut aus. Oh. Und wie es aussieht, ist jetzt eine meiner Spinnen kaputt. Das ist auch nicht unbedingt so optimal. Aber naja. Besser als nichts. Das passt schon. So, die gehen wir separat in eine Truppe. Die auch. Dann gucken wir mal. Bären, aha. Da sind sie. Herr Standezentrale. Wir kriegen sie. Eine Einheit wird angegriffen. Oh nein, das ist meine Spinnen werden angegriffen. So. Kriegsbären. Auch gut. Infanterie ist leicht zu besiegen. Schilde aktiviert. Oh oh. Kriegsbären, wo seid ihr? Hier. Ja, die Bären können diese Gegner relativ schnell töten. Okay, Natascha kann das natürlich auch. Ja, gut. Halb so wild. Ah, weitere Tesla-Truppen. Das heißt, wir töten die. Nein. Achso, sind nur meine Bären. So, wo ist meine Tesla-Trupper-Gruppe? Hier. Sie haben alle Mitglieder des Spähtrupps befreit. Super. Jetzt können sie dafür Ihnen helfen, die Abschussrampe zu erreichen. Finde ich gut. Ja. Auf zur Abschussrampe. Tesla-Trupper? Ah, da. Ich will die nämlich nur alle in eine Gruppe zusammenpacken. Überspannungsschutz aktiviert. Und die haben einen Überspannschutz. Ja, und der ist jetzt aktiviert. Das bedeutet, die können nicht überspannen. Haha. Schön, ne? So, und wie es aussieht... Feindliche Einheiten entdeckt. Oh, wo? Hallo. Oh, okay, na, Moment, da werden wir jetzt... Bären bleibt hier und nehmen wir die Tesla-Trupper. So. Angriff. Vernichten. Auf zur Erleuchtung.
Isolieren nützt auch nichts. Auf zur Erleuchtung. Wieso sind das nur zwei? Wir haben doch hier vier. Hallo? Ganz ihrer Meinung. Alter! Die kommen da nicht durch? Ich glaub's nicht. Vorrücken. Lass die doch durch, bitte. Bin unterwegs. Sollten die doch glatt die zwei alleine losschicken? Ich glaub's nicht. Der ist gerüstet. Der ist gerüstet. Und ihr seht auch links unten haben wir zwei, eine 2 stehen. Das bedeutet, wir haben zwei Bonusangriffe, mehr oder weniger. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, die sind wirklich stark gegen Fahrzeuge. So, und wir gucken mal hier. Ah, eine Aufrüstungsgeschichte. Können da die Tesla-Troops, die können da aber nicht rüber, oder? Nee. Ja, die lassen wir da mal stehen. Die Bären sollen da auch runterkommen. Ihr fliegt mal darüber. Bären, wo seid ihr? Bären? Das haben eh schon die. Okay. Hallo. Ich hatte gesagt, rüberfliegen. Wieso machst du das nicht? Ja, manchmal frage ich mich wirklich. Oh. Gut. Die Bären sind fast tot. Naja, sollen die mal hier zur Heilungskiste gehen? Zack, okay. Was ich ja eigentlich machen wollte. Hier nämlich, das ist eine Rangaufstiegskiste. Da sieht man, hey, wir haben beide einen Rang erhalten. Also beide Charakter hier, die haben einen Rang erhalten. Dafür können sie jetzt nicht mehr rüberspringen, oder? Stellt euch doch nicht so blöd an, Freundchen. Ja, und der zweite will nicht, oder? Zack, genau. So, und jetzt geht's weiter in spannender Spannung hier. Ach ja. Wir werden hier mal diese seltsamen, was das auch immer sind, obwohl, nee, jetzt wartet mal, wir haben hier eine 2 stehen. Ach so, genau, ich muss hier das lernen. Wartet, wartet. Hui! Ja, und zumindest einen habe ich geschafft. Naja. Würde mehr gehen, aber naja, was soll's. So, wir machen das Ding kaputt. Und die Bären sollen hier die Infanterie fressen. Oh, es ist jetzt blöd, das Ding kann fliegen. Hm. Naja gut, dann eben hier die Kiste. Also, die beiden Treter holen hier die Kiste. Ah, gucken wir mal weiter. Wir müssen langsam vorangehen, weil es könnte ja gefährlich werden. Ah, hier sind viel Flugzeuge. Ah, die werden explodieren hier, oder? Schieß drauf, Tesla Trooper. Ja. Und alles ist kaputt, haha. So gehört sich das. Oh. Ja. Da wäre aber jetzt besser gewesen, wenn ich mit dem Bären hingegangen wäre. Aber naja, man muss ja nicht alles hier irgendwie so machen. Wow. Bären. Na kommt. Gut, das hätten wir. Ah, der Bär ist schon richtig gut. Der ist schon auf Level 2. Ich glaube, den gönne ich nochmal Heilung. So, und da. Okay, da ist. Was ist das? Das ist ein Kampf-Ninja. Shinobi. Okay. Nicht angreifen. Wo sind meine Bären? Ja, genau. Da sollte ich eher die Bären verwenden zum Angreifen. Also man sieht ja hier, ist irgendwie ein Jahrmarkt. Und wahrscheinlich... Oh, da sind viele Panzer. Werde ich meine Tesla-Truppen brauchen. Und die, das Reich der Mitte hat sich ja auch eingefunden. Die greifen natürlich uns an. Doch, wir müssen die Startrampe hier zurückerobern. Boah, die sind aber ganz schön stark. Aber meine Tesla-Dinger sind noch stärker. Wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, wenn ich die Tesla-Dinger hier gelevelt hätte wahrscheinlich. Ah, der Ninja. Nein, lass meine... Genau, okay.
Gut, das Zeug ist alles hin. Ich habe ein paar Verluste einstecken müssen. Aber hey, man gönnt sich ja sonst nicht. So. Ah, und jetzt wird's interessant. Unterwegs, volle Energie. Hey, Boss, verstanden, Zentrale. Kommt jemand mit? Nur eins, passt. Gut. Ja, Genosse. Rücke vor. Bären kommt rein. Die sind auch schon fast kaputt. Die gehen auch hierher. Gut. Es wäre taktlos von mir, mich nicht vorzustellen. Ich bin Shinzo Nagama. Sie mögen Kenji besiegt haben. Doch mich zu schlagen ist gar nicht so leicht. Oh oh. Sie haben sich die ganze Zeit in den Zelten versteckt? Was soll's, mir egal. Das Orbitalentsorgungsprotokoll ist jetzt verfügbar. Nun können Sie den Feind vernichten. Na super. Den Satelliten zu starten war einfach. Jetzt müssen wir es sauber machen. Öffnen Sie das Geheimprotokoll im Menü und fordern Sie einen Orbitalabwurf an. Okay, Orbitalabwurf. Ah, sehr schön. Bestätigen. Orbitalschauer bereit. Jui! Schilde aktiviert. Segelpatrouille. Ach ja, stimmt, da können wir Weltraummüll abwerfen. Das ist schön. So, aber jetzt haben wir jetzt, das Problem ist jetzt, wir müssen die jetzt alle vernichten. Aber wir haben natürlich trotzdem jetzt nur die einen Einheiten, die wir von Anfang an irgendwie hatten. Ja. Aber, man sieht es da hinten vielleicht, da sind noch zwei Kisten. Nur wie komme ich da hin? Gar nicht wahrscheinlich. Nee, natürlich nicht. Da muss ich hier die beiden nehmen, weil das sind die einzigen, die hinkommen. Ja, und dann werde ich einfach mal volle Pulle geben quasi. Hey! Wir sind unterwegs. Bitte den zweiten auch noch. Zack. Ja. Wir segeln, bereit, Melon? Jawohl, und ein Rang. Sehr schön. Und wieder zurück, danke. Ja. Und denselben Spaß hier nochmal. Das Gute ist nämlich, ab Sternrang, und ich weiß gar nicht, ob Sternrang vielleicht jetzt sogar schon der nächste ist, ab Sternrang können sich die selber heilen. Und, Stern? Ja, wunderbar. Also ich glaube zumindest, dass die das auch können müssten. Lasst mich doch wieder rüberspringen. Hab doch ein Herz, danke. So, gut. Also, und jetzt geht's auf. Ah, man sieht schon hier, der zweite Boni ist auch. Oh. Ja gut, das sind eh Panzer, also Tesla Trooper sind eh hier die richtigen in dem Fall. Tesla Trooper, Angriff! Ja, Feiglinge, fliehen sie auch noch. Naja, ist egal. Ich habe hier diesen da. Aha. Flup. Tschüss. So. Gucken wir mal. Die sind haufenweise. Nee, haufenweise. Nee, wartet. Kondensatoren bereit. Wir werden diesen Panzer immer. Man muss ja jetzt richtig strategisch vorgehen, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, weil natürlich jede Einheit irgendwas Bestimmtes kann, wie die zum Beispiel, die können gut Panzer zerstören. Die Tesla Trooper. Dahinter sind Ninja. Und die soll, da sollte ich mit den Tesla Trooper nicht zu nahe kommen, weil die Ninja, die vernichten mir die quasi einmal, ohne kurz drauf zu gucken. Quasi. So. Da sollte ich dann eher meine Kampfhunde nehmen. Kampfhunde ist. Ja. Ja, wobei die Kampfhunde sind. Also die Ninjas können ja meine Kampfhunde auch ganz schön schnell vernichten. Ach ja. Ja, und hier macht mal diese Struktur hin. Ah, und ich kann was Neues lernen. Zum Beispiel hier Orbital Hell Halde 2. Juhui! Werden wir dieses Gebäude ganz schnell mal vernichten? Nein! Hunde! Ach, es ist noch nicht vernichtet. Und die Hunde sind auch. Gut. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ganz so viel Einheiten habe ich jetzt nicht mehr. Reparieren die das gerade? Nee, ist okay. So. Vernichtet es. Gut. Das Gebäude wäre kaputt. Denn ich will eigentlich hier eher mit.
mit den Tesla-Truppen. Ja, ich müsste etwas mehr vielleicht noch mit meinen Co-Kommandanten arbeiten. Das will ich aber nicht. Da habe ich keine Lust zu. Naja, auf jeden Fall hier dieses Gebäude. Ach, und seht ihr, jetzt bauen sie das zusammen, weil die können jetzt theoretisch hier mit dem Bauhof ist das weiterfahren. Aber das bringt ihnen nicht viel. Genau, weil Bauhof ist kaputt. Dachten Sie etwa, es würde so leicht sein, uns aufzuhalten? Oh. Nein. Oje. Ja. Ihre Taktik ist unorthodox, aber das war kein Problem für Sie, Kommandant. Genau. Die Bürger Moskaus werden hingerissen sein, wenn sie von diesem Sieg erfahren. Natürlich. Es war auch mein Sieg. Nahaha. Siegreich! Ja, also gut, Einheiten hatten wir hier auch nie was, Strukturen hatten wir auch nie was, Ressourcen sowieso nicht und Statistik braucht man nicht. Also weiter zum nächsten Kampf.